Unsere zweite Station in Bremerhaven führt uns ins Deutsche Auswandererhaus. Das Deutsche Auswandererhaus thematisiert die Geschichte der Auswanderung der Deutschen, insbesondere in die USA, seit dem frühen 18. Jahrhundert. Auswanderung ist ein sehr besonderes und sehr interessantes Thema im Innovationskontext, weil es auch dort um Wagnis, Mut und Neugierde geht. Schauen wir mal rein, was Frau Dr. Eick uns ansonsten noch dazu erzählen kann. Ich verstanden habe, erzählen Sie auch so ein bisschen was davon, was haben diejenigen, die ausgewandert sind, letztlich gelernt und sind damit auch mit dem Gelernten zurückgekommen und haben die Gesellschaft weiter bereichert? Ja, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Diese Netzwerke, die transnationalen Netzwerke, die man doch durch Migration kennenlernen kann, der Austausch, der stattfindet. Natürlich muss man sich anpassen können an neue Bedingungen. Also zum Beispiel deutsche Auswanderer, die nach Chicago gegangen sind Mitte des 19. Jahrhunderts, die haben in Deutschland vielleicht Gerste angebaut. Mhm. Und da muss man lernen, wie man Mais anbaut. Das hört sich so marginal an, ist aber sehr entscheidend für das eigene wirtschaftliche Überleben. Oder andere Sachen sind, dass man, wenn man aufsteigen wollte, wenn man als Dienstmädchen rübergegangen ist und Sekretärin werden wollte, dann musste man nach einem 12-Stunden-Tag dann halt eben noch die Abendschule besuchen. Das sind alles so Dinge, das muss man wollen. Interessant. Bei uns bei der Tellerrandtour geht es ja um Innovation. Mhm. Würden Sie sagen, dass Auswanderer, von den Eigenschaften, die Sie gerade beschrieben haben, würde ich fast sagen, würden Sie auch sagen, dass Auswanderer einen gewissen Grad an Innovationsfähigkeit mehr mitbringen als diejenigen, die vielleicht daheim bleiben? Ich glaube das ja. Also Anpassungsfähigkeit, Mut, Risikofreude und vielleicht ein bisschen Neugierde? Neugierde, okay. Und wenig, ich glaube in entscheidenden Phasen wenig persönliche Eitelkeit. Sondern für die Sache da sein. Okay. Denn wenn ich ständig darüber nachdenke, wie geht es mir jetzt damit, dann glaube ich, schaffe ich nicht viel, sondern ich muss es ja dann einfach irgendwann auch mal machen.